Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute kümmern wir uns um das Thema Eiseninfusionen. Ich habe selbst zwei, drei Damen zu Hause, die ständig mit Eiseninfusionen daherkommen, weil der Ferritinwert so im Keller drunter ist. Ich höre aber von Ärzten, dass das unbedenklich ist. Andere sagen mir, das ist sehr bedenklich. Ich weiß nicht mehr, was wahr ist und was Sache ist. Und deshalb möchte ich es heute mit deinem Chefarzt, der Paramed aus Baar, diskutieren, der weiß, was die Faktenlage ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Simon Feldhaus. Okay. Ja, lass uns gleich diese Spiele beginnen um dieses Ferritin, oder? Mhm. Also ich kenne Werte, meine Frau zum Beispiel hat einen Wert von 3, mhm. die Tochter von 7. Mhm. Sie sind schon ein bisschen energielos mhm. und schwach und nach der Eisen-Infusion geht es ihnen immer besser. Mhm. Aber es hält nie. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Spiegelbild für viele Damen, oder? Ja, genau. Also das ist so ein bisschen das, wo man wirklich da draußen auch hört und sieht. Und wenn sich Frauen unterhalten, wird das wahrscheinlich ziemlich oft zum Thema kommen. Letztendlich geht es um den Eisenstoffwechsel des Menschen. Und natürlich ist eins mal vorweg zu sagen, da gibt es gar keine Diskussion, Eisen ist lebensnotwendig. Mhm. Ohne Eisen geht gar nichts. Mhm. Wir brauchen Eisen für die Bildung der roten Blutkörperchen. Was manchmal vergessen wird, weil das erklärt teilweise diese Müdigkeit, wir brauchen Eisen eben auch in diesem chemischen Ablauf der sogenannten Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke der Zelle. Das ist das, wo wirklich die Energie hergestellt wird. In diesen chemischen Reaktionen wird in bestimmten Bereichen zwingend Eisen vorausgesetzt. Also hat gar nichts damit mit den roten Blutkörperchen zu tun, sondern in diesen Mitochondrien, da brauchen wir Eisen. Also wir brauchen wirklich, in vielen Bereichen des Körpers brauchen wir Eisen. Das ist ohne Diskussion. Das ist ja im Blut noch als Hämoglobin, genau. oder? Und Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff. Mhm. Der ist der eine Teil, aber es gibt eben dann auch wirklich das Eisen, wo im Blut vorkommt, weil es muss ja transportiert werden, eben zu der Blutbildung, wo die roten Blutkörperchen gebildet werden, muss das Eisen transportiert werden, aber eben auch in die Zellen und so. Und da geht es dann schon los. Es gibt eben verschiedene Formen. Also wir haben Eisen pur. Das kommt im Körper seltener vor, also kommt natürlich kurz schon vor, aber das ist eigentlich gar nicht interessant, weil Eisen ist als Element ein sehr heikles Element. Es ist sehr anfällig für sogenannte Oxidation, Reduktion. Oxidation ist mit Sauerstoff zu reagieren. Weiß jeder Eisen. Dann gibt es Entzündungsprozesse. Genau. Und letztendlich sind das dann durch Oxidation, wenn man einen Nagel aus Eisen irgendwo hinlegt, fängt er an zu rosten. Ja. Das ist Oxidation. Durch diese Prozesse entsteht als Kette nachher dann letztendlich eine Entzündungsreaktion, wenn man zu viel hat. Mhm. Deswegen wird das Eisen geschützt. Es wird eben nicht frei im Körper irgendwo so abgelagert, sondern das wissen eben alle, das ist dieses Ferritin, ist das sogenannte Speichereisen. Das ist ein Eiweiß, in das wird das Eisen wie so eingebaut und dann ist das ja, verpackt und liegt da mal so rum. Wie so eine Konservendose in meiner Speisekammer, wo dann die Äpfel erstmal drin liegen, damit sie nicht schlecht werden. Ja. Und dann kann ich das Eisen benutzen, wenn ich es brauche. Mhm. Um in den Speicher hineinzukommen, also in diese Konservendose hineinzukommen oder aus der hinaus dann in die Zelle, dieser Weg, das wird eben der nächste Punkt. Eisen kann nicht gut schwimmen, weiß jeder, wenn man Eisen in Wasser legt, das löst sich nicht. Deswegen hat der Körper ein Transportsystem, wie so ein Schiff, wo im Wasser fährt, wo das Eisen reinkommt. Das Ding heißt Transferrin. Mhm. Trans, übertragen, Ferrin. Ja. Das überträgt das Eisen entweder sozusagen vom Verdauungstrakt ins Ferritin oder vom Speicher Ferritin in die Zelle. Mit diesen Bötchen fährt das Eisen. Und das ist jetzt genau das Thema. Wenn man das ganze Eisenthema betrachtet, muss man hier wieder ganzheitlich schauen. Ich darf nicht einfach nur gucken, ja okay, dieser Eisenspeicher, diese Konservendose, die ist leer, niedriges Ferritin. Sondern, okay, wie viel ist denn auf den Schiffen drauf? Weil vielleicht hat der Körper seinen Speicher gerade eben ein bisschen geleert, weil er das braucht. Die Schiffe sind voller Eisen, weil die das fahren das jetzt gerade weg. Ja. Ich gucke aber nur auf den Speicher, der ist gerade ein bisschen weniger. Das heißt noch gar nichts, weil wenn die Schiffe voll sind, heißt ja, das hat erst mal gelangt. Ja. Oder vielleicht kommen die Schiffe erst zum Aufbau. Ja. Ich kann nicht sagen, wohin das Schiff fährt. Ich kann also im Körper dieses Schiff, Transferrin heißt das, das kann ich messen und wir bestimmen die sogenannte Transferrin-Sättigung. Ja. Wie voll beladen ist das Schiff? Das sagt mir schon mal noch ein ganzes Eck mehr aus als nur das Ferritin. Machen wir eine Zahl, also wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Ferritin hat von 10. Ja, und die Transferrinsättigung ist extrem tief. Auch. Dann lässt das vermuten. Ist das in den Zahlen hier Prozent, ist ein, oder? Ja. Steht da auf ein, 20% zum Beispiel, oder? Ja genau. Mhm. Hier ist ein Defizit wirklich im Eisen zu vermuten. Das heißt noch nicht, es braucht eine Eiseninfusion. Aber hier könnte man sagen, doch, also Eisenspiegel tief, Ferritin tief, Transferrinsättigung schlecht, das ist sicher nicht unbedingt optimal. Das ist schon mal eins. Wenn aber nur Ferritin tief, von mir aus Hämoglobin normal und Transferrinsättigung normal, ja und? Dann hat er einfach ein bisschen ein Speicherproblem. Vielleicht, weil diese Konservendose nicht gut ist
Und diese Konservendose ist ein Protein. Ferritin ist ein Eiweiß, wird zum großen Teil in der Leber gebildet. Vielleicht hat dieser Mensch einfach nur ein Leberproblem. Ich meine nicht schlimme Krankheit. Ja, ja, ich meine eine, ja, ja, eine Leberschwäche. Ja, ja. Oder ganz banal, er hat ein bisschen zu wenig Eiweiß gegessen. Mhm. Weil in der heutigen Zeit, wer hat die meisten Eisenprobleme? Frauen. Was ist die Haupternährung der Frauen? Heute vegetarisch, teilweise vegan. Und da ist es nicht so einfach, das Eiweiß zuzuführen. Also oft wird in dieser Ernährungsform Früchte, Gemüse, alles ist ja alles super, aber die Eiweißzufuhr nicht so schön betrachtet, weil tierisches Eiweiß gibt es nicht so viel. Hülsenfrüchte, Blähen, also der Proteinstoffwechsel wird eher unterrepräsentiert, gerade bei Frauen. Also eine Leberentgiftung ist was sehr sinnvoll. Dann wäre zum Beispiel eine Leberentgiftung sinnvoll. Und oder ich müsste halt wirklich mal Eiweiß geben. Ja. Das kann ja von mir aus gerne Sojaprotein oder was auch immer, je nach Ernährungsform, aber es dürfte halt auch ein Hühnerei sein oder Fleisch, wenn ich das gerne. Einfach Eiweiß. Mhm. Also das sind alles die Fragen, die man stellen muss. Vielleicht ist das Ferritin nur deswegen so tief. Also das ist schon mal das Erste, wo man betrachten muss. Einfach nur ein Ferritin missen, sagt gar nichts. Und das sagt sogar die Schulmedizin. Denn es gibt ja im Labor sogenannte Normbereiche. Also ab wann ist ein Wert normal oder nicht normal? Und beim Ferritin ist, und das ist jetzt international so, da ist nicht Deutschland groß anders, die statistischen Normwerte. Statistische Normwerte im Blut werden genommen, dass man aus gesunden Spendern, das wird in der Regel in Blutspendezentralen gemacht, weil dort ist ja sicher, dass es nur gesunde Menschen sind. Und dann nimmt man dann von 10.000 Blutspendern mal das Blut und misst einfach mal statistisch, wie sind die Eisenwerte. So, wenn man sowas macht, ist der Ferritinwert, der Normwert, liegt zwischen 20 und 200. Auf Deutsch keine Ahnung. Das heißt, okay, es gibt so eine Range. Das ist der einzigste Wert, den es im Blut gibt, der so eine Range hat. Aber im Labor selber kommt es immer daher, klar definiert, unterhalb von diesem Punkt ist es rot. Unterhalb der Grenze 20 gilt es als rot, aber überhalb bin ich von 20 bis 200. Heißt auf Deutsch, es gibt eine unglaubliche Varianz. Mhm. Und das ist schon eigentlich die Erklärung von allem. Das heißt nämlich, ich muss es individuell betrachten. Mhm. Ferritin ist unmöglich bei so einem Range, unmöglich einen statistischen, das ist einfach ein durchwachsenes Bild. Mhm. Jetzt kommt dann eine Grenze, wo man gesehen hat, doch, es gibt unter 20 ist es zumindest potenziell heikel. Das ist es so. Also ist nicht ganz normal, heißt aber noch lange nicht, dass das krank ist, heißt noch lange nicht, dass ich es behandeln muss und heißt noch überhaupt nicht, dass die Symptome daher kommen. Und es stimmt, es gibt Frauen, die sind müde, haben ein niedriges Ferritin, kriegen eine Eiseninfusion, fühlen sich besser. 3 Wochen. Genau. Heißt aber noch lange nicht, dass die Eiseninfusion die Ursache behoben hat. Mhm. Wenn du Kopfweh hast und ich gebe dir eine Kopfschmerztablette, hast du keinen Kopfweh mehr. Aber die Kopfschmerztablette hat ja nicht die Ursache behoben. Mhm. Sie hat einfach dein Symptom weg. Also wenn ich etwas tue, wo ein Symptom verbessert, beweist das nicht, dass das, was ich gemacht habe, die Ursache behandelt hat. Mhm. Also vielleicht hat die Eiseninfusion zu einer Verbesserung des Zustandes geführt. Ja, heißt aber nicht, dass durch diese Korrektur die Ursache auch wirklich behandelt wurde. Vielleicht war es nur die symptomatische Wirkung der Eiseninfusion. Und dann ist die nach 3 Wochen eben wieder weg, weil ich die eigentliche Ursache gar nicht behoben habe. Das ist das häufige Thema, das bei viel zu vielen Frauen, die, was am häufigsten bei denen ist, müde, niedriges Ferritin, jawohl, ist Eisen und tschüss. Und da wird komplett vergessen, dass es noch ganz, ganz viele andere Gründe gibt, warum ich müde bin, die mit dem Eisen gar nichts zu tun haben und ich lieber die behandeln müsste, anstelle das Eisen. Ich höre immer wieder, dass sehr oft einfach Eiseninfusionen gemacht werden, ja, auch in hohen Dosis und regelmäßig, um diesen, ja, Eisengehalt nach oben zu treiben. Ja. Ich habe aber auch schon gehört, dass es sehr große Risiken haben, ja, könnte, wenn nicht eine saubere Diagnostik vorliegt. Genau. Kannst du also darüber mehr sagen? Das ist dieses janusköpfige Gesicht vom Eisen. Eisen hat sehr viel positive Wirkung, gibt es gar nicht zu diskutieren. Es hat aber eben auch enorme Risiken. Das ist diese Geschichte mit diesem Oxidativen. Wenn ich große Mengen Eisen in den Körper bringe, gleichzeitig entstehen unglaublich viele freie Radikale. Weil da gibt es Eisen 2, Eisen 3, also da passieren Verschiebungen. Hast du mir ein Beispiel noch vor der Sendung gesagt? Eine Infusion? Genau, also eine Hochdosis Eiseninfusion rein auf die freie Radikale, nicht, ja, auf alles, sondern nur auf die freien Radikalen betrachtet, ist mit mehreren Jahren Rauchen zu vergleichen. Nix. Teer Lunge, ist klar. Mhm. Wir reden nur von diesen freien Radikalen. Mhm. Das ist unglaublich, was das für ein, im Medizinerdeutsch heißt das, oxidativer Stress macht. Und das heißt jetzt nicht, dass eine Eiseninfusion verboten ist. Das heißt nur, ich muss mir immer überlegen, Nutzen, Risiko. Mhm. Braucht dieser Mensch wirklich eine Eiseninfusion? Und dann ist die Frage, will ich nur einen Laborwert kurieren, also ein Ferritin von, keine Ahnung, 10 auf
80 oder 100 bringen. Und wo geht das Eisen hin? Und dann ist genau die Frage. Alles dieses Eisen, wo ich in deinen Körper, und zwar idealerweise als Infusion, das heißt, es kommt das Essen von einer Kuh in den Körper, bluttechnisch, eisentechnisch, wo geht denn das hin? Kann der Körper in diese Riesenmenge Eisen in dieser kurzen Zeit genauso handeln? Das würde ja bedeuten, müsste unglaublich viele Schiffe haben, die das Eisen transportiert und überall hinfahren. Dann müsste in der Leber unglaublich viel Material da sein, um das umzubauen. Das ist nicht garantiert. Vielleicht ist das Eisen irgendwo dann an anderen Orten, weil das ist so viel gewesen, dass der Körper zwar es benutzt hat zum Ferritin aufbauen, ja, 20%. Die anderen 80% verschiebt er mal schön in die Milz, in die Leber, in die Milz, in die Lunge oder ins Hirni. Da wissen wir auch, dass im Gehirn Eisen abgelagert werden kann. Aber wir wissen nichts im Einzelfall. Wenn das jetzt eine Eiseninfusion ist, mache ich aber, was ich oft kenne, junge Frauen, Ferritin von 10, 6 Eiseninfusionen, alle 2 Wochen eine. Das ist eine unglaubliche Menge Eisen. Wo bitte ist die überall hingegangen? Weiß kein Mensch, ist wissenschaftlich nie untersucht worden. Also es ist gar nicht geprüft worden, wo das ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass Eiseninfusionen schlecht sind. Wenn die Indikation stimmt, wenn das Krankheitsbild klar ist, dann macht man mal eine Eiseninfusion. Das als Dauertherapeutikum ist extrem heikel. Wegen diesen freien Radikalen. Wir wissen, dass Krebszellen sehr viel Eisen brauchen. Und sollte da irgendwo mal eine Krebszelle im Körper sein, können wir nicht sagen, ob wir die nicht gerade füttern. Es ist auch so, in der Onkologie kann es absolut vorkommen, durch eine schwere konsumierende, verbrauchende Krebserkrankung, die sehr viel Eisen schluckt oder vielleicht Blutverlust oder so, dass man auch mal einem Krebspatienten eine Eiseninfusion machen muss, ist auch das Thema. Es geht dann nicht anders. Aber einem gesunden Menschen einfach so blind ganz viele Eiseninfusionen zu machen, bloß weil da so ein Laborwert ist, das ist potenziell als sehr heikel zu betrachten. Und da muss man halt dann ehrlich sein, es gibt dann natürlich Konzepte, wo durch Ärzte, nochmal, der internationale Normbereich ist 20 bis 200. Und dann wird von einer Ärztegesellschaft oder Gruppe einfach festgelegt, alles unter 80 ist krank. Laut internationalen ist 50 völlig normal. Gibt aber Leute, die sagen, unter 80 ist nicht gut. Nein, wenn ich das mache dann und teste in der Schweiz Frauen zwischen 20 und 40 und Ferritin unter 80, werde ich viele finden. Und wenn ich denen natürlich das dann als Problem darstelle und dann kann ich natürlich relativ einfach überzeugend sagen, probieren Sie mit Tabletten, das wird nicht viel funktionieren, weil den Ferritinspiegel von 20 auf 80 mit Tabletten bin ich sehr lange unterwegs. Ja, das geht doch nicht, machen wir doch lieber ein paar Eiseninfusionen, dann geht es schneller. Und man fühlt sich durchaus manchmal auch besser. Ja, die kommt ja dann. Nun, wie geht es Ihnen? Ja, super. Am Anfang fühlt man sich super. Die Frage ist, was nachher passiert. Also da haben wir Kurzzeitwirkung und dann kommt diese Langzeitwirkung. Und dann kommt noch was Spezielles. Das wird bei all diesen ganzen Diskussionen eben leider nicht beachtet. Der Körper hat einen sogenannten Eisenstoffwechsel. Wie alles im Leben. Wäre ja komisch, wenn nicht dort. Also der Zuckerstoffwechsel wird korrigiert, der Blutdruck wird geregelt, alles wird geregelt. Logischerweise auch der Eisenstoffwechsel. Und komischerweise rät davon niemand. Der Körper versucht, kein Eisen aufzunehmen, weil Eisen potenziell heikel ist. Das heißt, grundsätzlich ist die Eisenaufnahme im Verdauungstrakt gebremst. Wenn es aber Bedarf hat, weil der Körper zu wenig hat oder er hat Blutverlust und hat das Körper kann ja auch diese Messungen machen, so wie er selber seinen Blutdruck misst, und er stellt fest, ich habe Bedarf an Eisen, dann wird eben dieser Eisenstoffwechsel auf, okay, wir brauchen Eisen, lass es rein. Die Tür wird aufgemacht im Verdauungstrakt, das Eisen kommt in den Körper. Und der Schlüssel dazu ist das Hepzidin. Hepzidin ist ein Hormon, wo die Eisenaufnahme steuert. Je höher und je tiefer, desto mehr oder weniger Eisen wird aufgenommen. Also Hepzidin ist der Schlüssel, wie viel Eisen wird aus dem Verdauungstrakt aufgenommen oder nicht. Das wissen wir schon in der Schwangerschaft. Eine schwangere Frau hat eine 200-fach höhere Eisenverwertung als eine nicht schwangere Frau, weil die Natur weiß, da kommt ein Baby, das braucht jetzt ganz viel. Deswegen wird der menschliche Körper, der weibliche Körper in der Schwangerschaft ja zu einer Babybrutmaschine umgebaut. Das ist unglaublich, was die Natur da alles chemisch macht. Und die haben unglaubliche Eisenaufnahmekapazitäten, weil das Baby braucht das. So, und jetzt ist eben der Punkt, wenn ich jetzt ganz viel Eisen zuführe, entweder als Infusion oder aber auch als Tablette, hochdosiert, also man kennt ja die Eisentabletten, so 100 Milligramm. Dann greife ich in diesen Stoffwechsel ein. Das ist echt viel Eisen, auch 100 Milligramm Tablette ist richtig viel Eisen, das ist 4 Kilo rotes Fleisch, pur blutig, also wäre das? Das ist normalerweise nicht möglich, weil wenn ich da draußen lebe, habe ich einmal Glück, habe ich ein Tier gefangen, dann esse ich das, aber normalerweise nicht. Was jetzt passiert ist, dass der Körper, nachdem er eine solch große Menge Eisen vorfindet,
die Eisenresorption für 24 Stunden ausschaltet. Mhm. Also nach einer Zufuhr von einer hohen Dosis Eisen wird die Eisenresorption dramatisch runtergefahren. Aber diejenigen, die Tabletten machen, nehmen ja jeden Tag eine. Jetzt ist genau das Thema. Jetzt nehme ich heute eine, wupp, Eisenresorption geht runter. Am nächsten Tag nehme ich die nächste, ich habe gar keine Eisenresorption für die Katz. Dummerweise merkt der Körper aber, Moment, da ist ja ganz viel Eisen im Darm. Dann ist der übernächste Tag auch noch schlecht. Also es erholt sich eigentlich fast gar nicht. Und deswegen ist, je länger und je höher dosiert ich Eisen zu mir nehme, vor allem in Tablettenform, desto schlechter ist die Eisenaufnahme. Und das erklärt genau diesen Kram, dass wenn man ganz viel hochdosierte Eisentabletten nimmt, erstens irgendwann Bauchweh kriegt, weil es ist gar nicht lustig, man kriegt Verstopfung und all das. Zweitens, die Laborwerte ganz langsam ansteigen. Und dann kriegt man halt nur Eisen. Wie gut ist der Transport? Wie gut wird das in der Leber ins Ferritin eingebaut? Interessiert ja keinen Menschen. Und für diese Sachen braucht der Körper noch ganz andere Stoffe, noch ganz andere Mikronährstoffe. Und wenn eine Entzündung im Körper stattfindet, durch andere Gründe, dann zum Beispiel geht das Ferritin rauf als Entzündungsparameter, weil es ist Teil einer Entzündungskaskade. Das heißt aber nicht, dass das positiv ist. Das wird auch nicht zum Eisen benutzt. Das ist dann ein Entzündungsprotein. Deswegen sind zum Beispiel auch Maßnahmen gegen Entzündungen. Da sind wir schon wieder beim Omega-3 oder Vitamin D oder so. Also es gibt Situationen, wo ich Frauen durch Reduktion ihrer Entzündungsneigung, wir reden da ja von Silent Inflammation, das sind diese, das tut nicht weh, aber ich habe so ganz leichte Entzündungen im Körper. Jetzt gebe ich denen zum Beispiel Vitamin D, Omega-3 oder irgend sowas, was ja Sinn macht. Jetzt geht deren schon niedrige, aber immer noch vorhandene Entzündungsneigung ganz runter und siehe da, auf einmal steigt das Eisen an oder das Ferritin. Ist ja eigentlich, weil es gar nicht benutzt wird, es wird jetzt für das gebraucht. Aber das höre ich selten, es wird diese eben, Verbindung. Das ist genau dieses Thema, diese Vernetzung. Also wäre eigentlich eine Empfehlung an alle diese Damen zu Hause, Omega-3 und D3 zu nehmen, ja. D3 gut einzustellen, ja. Oder mal mit 3.000 genau. Bis 5.000 Einheiten ja. Pro Tag, hat mir kürzlich dein Kollege Herr Schmiedl gesagt, ja, so als Faustregel. Ja, er ist Spezialist dafür, genau. Aha, ja. Das kann man bedenkenlos nehmen, mhm. In diesem Bereich, mhm. Von erwachsenen Kindern vielleicht 1.000. Ja. Und dann schauen, ob sich dieser Ferritinwert verändert. Ja. Und wenn ich jetzt tatsächlich ernährungsbedingt vielleicht wirklich eisenschwach habe, weil ich jetzt halt wirklich, sage ich jetzt mal hart, vegan esse, dann habe ich praktisch kein Eisen im Essen. Mhm. Weil aus pflanzlichen Quellen kann Eisen nicht gut resorbiert werden. Dann kann es auch mal Sinn sein, allerdings jetzt kommt es, eben niedrig dosiert. Eben nicht Bomben von Eisen zu geben, sondern niedrig dosiert jeden zweiten Tag. Mhm. Mhm. 10, 20, 30 Milligramm, niemals 100. Niedrig dosierte Eisenmengen kombiniert mit was auch immer. Das können solche, es gibt so Pflanzenflüssigkeiten. Ist zwar immer noch aus Pflanzen, aber dadurch, dass man es so klein gehackt hat, ein bisschen besser resorbierbar. Mhm. Oder man nimmt halt so niedrig dosierte Eisentabletten und gibt dann noch Vitamine dazu. Mhm. Dass man wirklich eine Grundversorgung hat, das gibt es manchmal, aber niemals diese hochdosierten Geschichten. Das ist völliger Unsinn. Ich habe aus einer Studie gelesen, dass es auch sein könnte, dass im Blut drin, dass es nicht hält, im Atomkern drin, nicht das Eisenatom drin ist, sondern ein Schwermetall. Mhm. So, wenn dieser Platz besetzt ist, dann kann ja das Eisen, kann ich nehmen, ja. Was ich will, das kann ich da rein. Ja. Das heißt, ich müsste eigentlich zuerst dieses Schwermetall rausnehmen, ja. Und jetzt könnte das Eisen rein. Genau. Das gehört genau in diese weitere Abklärung dazu, warum habe ich eigentlich diese Eisenstoffwechselstörung. Und das genau das, das haben wir ja nicht nur beim Eisen, das haben wir für Zink, Selen, für bestimmte Enzyme ja auch, dass tatsächlich, wir sagen dem heute toxische Metalle, aber man kann den Begriff Schwermetalle stehen lassen, dass es Metalle gibt, die andere Metalle, Eisen ist ein Metall, Selen ist ein Metall, andere Metalle wie verdrängen und an dessen Stelle dann da so hocken bleiben, den Ort erstens belegen und zweitens das, wo sie drin sind, damit unwirksam oder weniger wirksam machen. Das kennt man da, das kennt man beim Selen für die freie Radikalenentgiftung und. Ja, und dann kann genau das das Thema sein. Wenn ich nachweisen konnte, dieser Mensch hat eine Belastung mit Schwermetallen von mir aus, ja, dann würde genau das zuerst stattfinden müssen. Die Entsorgung, das Ausleiten von dem, bevor ich mich dann vertieft mit allenfalls dem Eisen beschäftige. Also könnte vielleicht die muss ich sein. Gar nicht mehr. Ja? Eine reine Entgiftung, ja, und genau. Plötzlich könnte diese Werte wieder steigen. Ja. Und ein anderes Thema ist Frauen, die müde sind, Eisenmangel. Ganz, ganz viele haben eigentlich einen B12-Mangel. Der wird aber nicht getestet, weil man hat Eisen gemessen, Ferritin ist niedrig. Ja, da habe ich jetzt echt gedanklich nur wieder. Also, wir haben ganz viele junge Frauen, die sind müde und haben einen niedrigen Eisenwert. Ja. Und da wird denen erzählt, es liegt am Eisen. Ja. Was man nie gemacht hat, ist B12 zu messen. Weil man hat, junge Frau Eisen, das ist so ein Automatismus. Junge Frau müde heißt Eisen messen. Das läuft so immer ab. Mhm. Es müsste eigentlich sein, junge Frau müde heißt
B12 messen, Vitamin D messen, wenn das nicht gut ist, Eisen messen. Weil ganz viele Frauen, die müde sind, haben einen B12-Mangel. Und ohne B12 bin ich total müde, weil B12 sind 300 verschiedene Funktionen des Energiestoffwechsels, Eisen in zwei, integriert. Und dann wird das eben gar nicht gesehen, sondern alle konzentrieren sich nur auf dieses Eisen und der ganze B12-Kram wird verpasst. Und dann kann noch was Schlimmeres passieren. Ich mache jetzt eine Eiseninfusion, ich fühle mich sogar wacher, ja klar, weil das bringt's. Aber damit vergesse ich erst recht den B12-Stoffwechsel. Und dann wird das eben wieder nicht ganzheitlich betrachtet, sondern nur ein Wert wird kontrolliert, weil halt natürlich, klar, mit so einer Eiseninfusion kann man unglaublich schön Geld verdienen. Ja, da hast du mir mal hochgerechnet, das ist astronomische Beträge. Also, ja, wenn ich ordentlich Eiseninfusion mache, kann ich damit eigentlich die Praxis alleine finanzieren. Und alle Gäste sind glücklich? Ja, alle sind zufrieden auf den ersten Blick, ja. Ja, ja. Wie kriege ich das B12 in meinen Körper und woher? Haben wir ein ähnliches Problem. B12 ist nun mal am besten tierisch verwertbar. Mhm. Und wenn das halt nicht geht, aus philosophischen Gründen, dann ist es so, dann muss ich supplementieren. Es ist mit Pflanzen extrem schwierig möglich, vor allem bei einem erhöhten Bedarf, Stress, Lernen, Leistungsanforderungen, kann es sein, dass der Bedarf von B12 höher ist, als es über pflanzenbasierte Ernährung möglich ist. Einfach, also die Fleischesser haben in der Regel genügend B12. Ganz selten, dass man bei einem fleischessenden Menschen einen B12-Mangel sieht. Mhm. Und sehr häufig gehört es halt nur mal zur vor allem veganen Kost. Aber okay, es gibt heute so einfache, gute, günstige B12-Supplementation, dass man einfach sagen muss, ja, dann nimmt man halt zweimal die Woche ein bisschen B12, sind so Mundsprays. Das ist ganz einfach zu machen. Wenn man es so macht, null Risiko und ich weiß, ich habe meinen B12 gesichert und damit ist alles gut. Also wenn es über die Ernährung nicht gesichert ist, dann nimmt man einfach eine Supplementation, alles ist okay. Ich habe noch nie eine solche Sendung gehört und gesehen, dass es die überhaupt gibt, über dieses Thema, die so breit und wichtig, eigentlich ganz, ganz wichtig ist, um hier einfach unsere Konsumenten, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu sensibilisieren, dass einfach die Lösung mit der Infusion nicht einfach die richtigste Lösung überhaupt ist. Und dass da ganz andere Probleme und Ursachen dahinter stecken oder es überhaupt gar kein Problem ist, wie du heute auch gesagt hast. Danke, lieber Simon. Dankeschön. Du bist einfach wirklich ein brillanter Arzt und ich bin wirklich sehr geehrt, dass du uns immer wieder besuchst und solche Aufklärungssendungen schenkst. Herzlichen Dank und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Zuschauen, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.